Fuß auf die Achselstelle. Ja, jetzt haben die drei Beine verschiedene Länge. Das längste Bein ist das Spitzbein, das kommt hier oben. Mit einem kleinen Akkuschrauber geht das ganz schnell. Dann die anderen beiden Beine an die Randposition. Das ist egal, welches auf welche Seite kommt. Die eine Kante ist schmaler, die ist auf der Außenseite des Flügels und diese breitere ist auf der Innenseite des Flügels. Ich kann schon vorher die Schraube reinstecken und beides zusammen an das Gewinde führen. Das vereinfacht das Handling. Natürlich zuerst die Schrauben locker reindrehen, damit man die anderen Schrauben besser anpassen kann. Und dann festdrehen. So, drei Beine sind dran. Jetzt kommt das Pedal. Muss ich mir vorstellen, da sitzt der Spieler auf der Seite der Tastatur. Und so stelle ich das mal hier vor. Jetzt muss ich mit viel Gefühl den Stecker hier reinstecken, damit das Pedal auch die Steuerimpulse weiterleitet an die Elektronik.
Da, wo das Pedal angebaut werden soll, ist ein Stecker. Schön versteckt, der Stecker. Und da muss man die Steckverbindung des Pedals reinfriemeln. Dieser Kontakt hier muss nach unten. Dann passt das rein. Beim Rausmachen, wenn man den Flügel abbaut, muss man nur mit Gefühl diesen Nippel andrücken, damit es entriegelt wird. Das ist knifflig, aber auf keinen Fall mit Gewalt ziehen, weil sonst das Kabel rausreißt. Dann flicke ich mir mal die ersten zwei, drei Schrauben zurecht. Denn diese Phase ist knifflig. Ich muss das Kabel in das Bein vom Pedal reinstopfen, damit es nicht zwischen die Platte und den Flügel kommt. Und dann hier mit den Knien halte ich das Pedal fest oder jemand anders kann helfen. Und dann, ohne dass eine Spannung drauf ist, die linke obere Schraube festmachen. Dann die rechte. Und dann die mittlere untere. Diese drei Schrauben sollten fürs Pedal normalerweise genügen. So, Beine sind dran, das Pedal ist dran. Jetzt kommen wir schon auf den Kippvorgang. Man muss aufpassen, dass der Schlitten nicht genau am Rand von den gummierten Leisten sind, sondern dass da ein bisschen Platz ist für den Kippvorgang. Jetzt kannst du mit einer Hand ganz locker das Kippen beginnen, bis das Bein aufsetzt. Und dann drehst du die Rollen so, dass sie nicht gegen den Strich aufsetzen, sondern so. Jetzt ist er halb abgesetzt. Und jetzt kommt eine ganz kurze, sehr überschaubare Kraftanstrengung. Kurz hochlupfen, und dadurch, dass die Rollen ja auch beweglich sind, dreht es auch gleichzeitig mit in die aufgestellte Position. Zack. Das geht auch noch von der Anstrengung her. So, jetzt kann man den Rollwagen wegschieben und den Schlitten lösen. Indem man diese Ratschen mit der Gurt, der den Schlitten am Flügel befestigt, erstmal weggemacht. So. Ja, genauso, wenn man den Gurt wieder anlegt, dann soll der hier über dieser Backe zu liegen kommen. Wenn man den dann nämlich festzieht, dann scheuert es nicht auf dem Lack oder so, oder hier auf dem Lack, sondern über dieser Backe. Und dann führe ich die eine Seite zwischen den beiden Kufen durch. Und die andere Seite um die Zarge herum. Im Idealfall ist er nicht verdreht. So. Und dann unter Spannung kann ich dann gucken, ah, jetzt war er doch ein bisschen verdreht. So. Wenn man die Ratsche streckt, kann man die überschüssige Gurtlänge straff ziehen, die Ratsche jetzt über der Seitenbacke und dann festdrehen. Den Verlauf kontrollieren und dann ist der Schlitten fest mit dem Flügel verbunden.
So, Gurt lösen. Am besten gleich als Schlaufe lassen. Dann hat man es nachher leichter, wenn man es wieder dran macht. Dann einfach den Schlitten abheben. Und schon steht der Flügel fertig. Da. Jetzt noch das Kabel reinstecken. Das ist hier hinten unten. Dann den Flügel reinstecken. Und losspielen. Tja, jetzt ist der Stecker drin, jetzt geht's los. Weil das ja ein Hybridflügel ist, hat er eine echte Flügelmechanik, aber eine elektronische Klangerzeugung. Und wenn man den Flügel abholt, ist das gleiche Prozedere nur umgekehrt.